herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal und wir schauen uns heute die nächste Demo an, nämlich von The Diner at the End of the Galaxy. Ist ein bisschen pixelig, soweit ich das gesehen habe. Ich habe auch versucht, die Filmkörnung gerade in den Einstellungen auszuschalten, aber ganz ausgeschalten kriege ich die irgendwie nicht. Ich hoffe, das passt dann grafiktechnisch. Sprache gibt es aktuell nur auf Englisch und Portugiesisch und ich glaube, da sind wir mit Englisch besser bedient. Und ja, ich würde einfach sagen, ich gehe jetzt mal auf neues Spiel und dann schauen wir uns die Demo an. Ich weiß jetzt zwar noch nicht, was das hier bedeutet, warum ich das... ich kann hier... Das ist anscheinend... Ja gut, die Erklärung ist jetzt ein bisschen mau. Ich weiß jetzt nicht so richtig, was das hier bedeutet, aber... Ausgewählt ist jetzt diese Garantie hier... Garantie... Galaxie... Nebenan gibt es Fleisch. Gibt es irgendwas mit... Hier sind 20 Building Materials, 3 Silly Pepper und 3 Silly Pepper. Also 6 Silly Pepper. Aber es gibt ja auch sowas wie Fleisch und Salz und Chemikalien. Ach, keine Ahnung. Wir machen einfach mal eine kleine Galaxie, um das Spiel erstmal zu verstehen. Und nehmen jetzt einfach die grüne hier, die schon ausgewählt ist. Es lädt auf jeden Fall einiges. Gibt auch gute Tipps unten am Bildrand, was man in der Zeit alles tun könnte. Boah. Oh. Alpha-Message. Message. Ja, das ist eine Alpha und es können Bugs und sowas auftreten. Das ist immer relativ Standard, der Text, und ist auch okay so. Okay. Wie gesagt, ich hoffe mit dieser Filmkörnung, das ist nicht allzu schlimm in der Aufnahme, aber ich kriege die nicht komplett ausgeschalten. Glaube ich zumindest. Ich kann gleich nochmal gucken, aber. Eine neue Hoffnung. Wir betreten einen Außenposten, der seit Jahrzehnten nicht mehr belebt ist. Es gibt ganz viele Boxen, Kisten und Müll. Der alte Mann, der uns hierher gebracht hat, dreht sich zu uns. Hier sind wir, das ist alles deins, sagt er mit einem Lächeln. Perfekter Ort für einen Diner. Es ist direkt an der Handelsroute nach Dilmon. Wird nicht einfach sein, sie zu bauen und du wirst einige Hinweise brauchen. Oder möchtest du ein paar Hinweise oder soll ich gehen? Wir machen Tutorial. Okay. Wir müssen Sachen anbauen, damit wir Sachen kochen können. Wir brauchen 8 Gewächsboxen. Gewächshäuserboxen. Keine Ahnung, wie ich das jetzt nennen soll auf Deutsch. Wir müssen das Rooms-Menü öffnen und dann Growing Patch wählen. Irgendwo außerhalb können wir das hinsetzen. Okay, wir müssen Angestellte dann auch zuordnen, deren Jobs. Kann ich das hier... Ich krieg die Filmkörnung. Oh, so ist schon wieder. Hä, so ist besser. Warum hat es das nicht aus dem Menü übernommen? Ja, keine Ahnung. Okay. Wir sollen das bauen. Wir können das nur hier so hinbauen.
zu. Was sollte ich jetzt nochmal machen? Ja. Oh. Okay. Warte, kann ich hier auch abreißen? Was? Naja, egal. Ist jetzt, wie es ist. Okay, warte. Also. Okay. Bauen. So, und jetzt müssen wir hier noch... Okay, der ist Laborer. Soll ich das jetzt noch auswählen oder macht er das automatisch? Er geht zur Aufgabe. Die verstecken sich hier. Ich kann auch, glaube ich, die Kamera nicht drehen. Oder? Ah. Okay, so baut man Räume. Buschbohnen. Man einfach anbauen. Der hat vom letzten Jahr noch ein paar Samen übrig. Okay, wir sollen jetzt 8 Buschbohnen anpflanzen. Oh, ich habe auch Kamoti, was auch immer das ist. Achso, ich muss das jedes Mal separat bestätigen. Ach nee, doch nicht. Die Leute wollen auch was anderes außer Buschbohnen. Wir können uns auch Samen von Händlern holen, aber dazu später mehr. Wir brauchen genügend Gärtner. Okay. Wenn ich das Zeug zum Kochen dann alles habe, muss ich natürlich auch einen Ort haben, um zu kochen. Jetzt müssen wir uns eine Küche bauen. Okay, wir wählen uns jetzt die Küche aus dem Rooms-Menü. Ein Tisch und eine Kochstation brauche ich mindestens. Okay, die Küche bauen wir nicht hier draußen, sondern hier drin. Oh. Vielleicht bräuchte ich auch eine Tür. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden, ob das der ganze Laden sein soll. Oh, Monatsreport. Ich habe Minus gemacht. Kann ich das drehen? Nee, ich glaube nicht. Okay, jetzt brauchen wir... einen Tisch. Tafel. So. Haben wir jetzt eigentlich... du bist Gärtner. Ingrid Yamani. Oh, der hat bald keine Stamina mehr.
ist mit dir? Kannst du das nicht auch? Oh, das wollte ich nicht. Kann ich die hier nicht auch noch irgendwie einteilen? Siehst du doch am Anfang, ich muss die einteilen zum Bauen und so. Ah, unser Laden ist noch nicht wirklich Fame. Mal die Wände ein bisschen weniger sichtbar. Oh Gott, was ist das hier alles? So, das ist mein... was ich alles besitze. Kann auch pausieren. Was ist das hier? Oh Gottes Willen. Die Leiste ist gleich voll. Hier fehlt aber noch einiges an Wand. Schon kein Stamina. Stamina. Meine Güte. Deutsch ist so schwer. Gute Arbeit. Ja, ich muss einen als Koch anweisen. Okay, habe ich schon gemacht. Du musst auf jeden Fall gut im Kochen sein, stand da. Wir brauchen noch die Dining Hall. Okay, das war wirklich jetzt nur die Küche und ich habe sie so groß gemacht. Naja, egal. Aktuell brauchen wir keine riesige Dining Hall. Also Essensraum. Zwei Tische und vier Stühle. Ich denke, zwei Tische und vier Stühle. Wo unten zeigt's? Bedeutet das jetzt eigentlich zwei Tische mit jeweils vier Stühlen oder so? Oh nein, das war falsch. Ich das wieder abreißen. Nicht die Wand. Ich wollte den Stuhl. Ah, ist das jetzt so? Dann machen wir so. War zwar so nicht geplant. Jetzt habe ich denen die Aufgabe. Das ist der Koch. Irgendeine Smoking Area? Nein. Wie kriege ich denn die jetzt? Ah, okay. Ach, das hier oben sind quasi die Aufgaben. Hier. Gelände. Eine Stadt, die ich hier bauen kann. Ja, der Koch hat gerade noch nichts zu tun. Er ist tatsächlich gut im Kochen. Bei Tag 8. Hey, ich wollte gerade anpflanzen.
Okay. Stühle sind nicht die komfortabelsten. Später kann ich noch bessere Einrichtungsgegenstände freischalten und das erhöht dann auch die Kundenzufriedenheit und das wiederum erhöht dann unsere Beliebtheit. Besseres Essen und Einrichtung, umso glücklicher dann die Kunden und ja, mehr Beliebtheit, mehr Kunden und mehr Geld. Okay, was kochen wir denn hier? Rohe Buschbohnen und so, nee. Buschbohnen einfach im Wasser kochen. Fertig ist die Buschbohnensuppe. Okay, wir sollen auf den Menübutton klicken. Und neues Rezept erstellen. Pflanzt das an und das können wir auch mal anpflanzen. Ich will. So. Wir überlegen uns jetzt ein Gericht. Rohe Buschbohnen geben 6 Geld. Ja, das Interface ist schon relativ klein, aber also ich sitze jetzt ja direkt vor dem Monitor, ist alles fein, aber je nachdem, wie weit weg man sitzt. Okay, wir haben hier auch grüne, also Salatgeschichten, Süßigkeiten, Fleisch, Grillt, Suppe, kocht. Okay, wir kreieren ein neues Gericht. Wir nehmen die Buschbohnen. Wie mache ich das jetzt? Warte. Ah, Buschbohne und Wasser. Kochen. Nee, so nicht. Ja, wie mache ich das? Nochmal. Ach so, ich muss hier noch. Oh Gott. Das ist richtig geschrieben. Das kann man ja, das kann man wirklich nicht lesen. Ach so, hier oben. Washbeans Soup. Also Buschbohnen. So. Speichert jetzt das Kochen hier mit? Oder wie ist das jetzt? Ah, okay, so jetzt. Ich habe erst einmal das Plus zu viel gemacht. Okay. Ich habe ein Gericht erstellt. Spiel Waterboy. Was habe ich sogar selber rausgefunden. Und jetzt? Ich gemacht. Warum soll ich jetzt noch ein Gericht machen? Ich habe doch die Buschbohnensuppe. Wartet. What's cooking? Add Buschbean Soup to your menu. Aber es ist doch hier. Sogar als super eingestuft. Wasser.
Keul. Das kann ich jetzt nicht speichern, weil... Gibt's schon. Hier ist jetzt auch Salz dabei. Was soll ich jetzt machen? Hä? Warum create a new dish? Ich hab das doch schon gemacht. Ich versuche das mal rauszufinden bis morgen, wie das geht. Mal die Zeit anhalten, keine Ahnung, ob das was bringt. Ich gucke mir das mal an, vielleicht finde ich es raus bis morgen, vielleicht auch nicht. Dann wäre es eine sehr kurze Demo. Also, vielleicht bis morgen, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ich wünsche euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag und wir sehen uns. Macht's gut, bis dahin, bye bye.